Iris Klein war 2023 in aller Munde, denn sie lieferte sich einen öffentlichen Rosenkrieg mit ihrem Ex Peter Klein. Wie interessiert die Öffentlichkeit tatsächlich an ihr ist, zeigt sich jetzt. Iris Klein wurde bekannt als die Mutter der TV-Persönlichkeit Daniela Katzenberger. Jahrelang sah man sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Peter Klein in der Reality-Show ihrer Tochter. Doch Anfang 2023 dann der große Cut, nach einer angeblichen Affäre, die Peter Klein mit Yvonne Wölke gehabt haben soll, trennen sich die Kleins. Die Nachwirkungen der Trennung? Ein riesiges Medienspektakel und ein unerwarteter Sieg für Iris. Promi Big Brother 2023, die große Versöhnung zwischen Iris und Peter Klein. Die Ex-Partner trafen bei der Reality-Sendung Promi Big Brother wieder aufeinander. Peter Klein, der vorher nichts von Iris Teilnahme wusste, war alles andere als begeistert. Zuerst ging der Rosenkrieg im TV-Container weiter, vor allem Iris wollte nicht von ihren Anschuldigungen ablassen. Als sich ihre Zeit bei PBB jedoch dem Ende entgegenneigte, erlebten die Kleins einen unerwartet emotionalen Moment. Auf einmal lagen sich Iris und Peter wieder in den Armen und verabschiedeten sich herzerwärmend voneinander. Was das nun für die Zukunft bedeutet und wie es Iris jetzt geht, teilte sie kürzlich auf Instagram. Am 13. Dezember teilte sie noch etwas anderes mit ihren 555.000 Instagram-Followern. Im Jahr 2023 war sie in Deutschland eine der meistgesuchten Personen. Google Jahresrückblick 2023, Iris Klein belegt dritten Platz. Der Google Jahresrückblick zeigt, Iris Klein gehörte zu den interessantesten Deutschen 2023. Auf Platz 1 liegt Till Lindemann, gegen den dieses Jahr schwere Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs erhoben wurden. Auf Platz 2 landet Jamila Rowe, die das Dschungelcamp 2023 gewann. Wer bei der nächsten Staffel Dschungelcamp dabei sein könnte, kannst du hier nachlesen. Und auf Platz 3 folgt dann schon Katzenberger Mama Iris Klein. Damit scheinen sich in Deutschland mehr Leute für sie als für Peter Klein und Yvonne Wölke zu interessieren. Für Iris, sicher eine kleine Genugtuung. Immerhin warf sie Wölke bei, das große Promi-Büßen, vor, sich vor allem nach mehr medialer Aufmerksamkeit zu sehnen. Die hat durch die ganze Sache aber wohl vor allem Iris erhalten. SKS